was mir ja so zu finden gibt. Scheinbar noch nicht viel. Ah, da oben ist doch was. Hopp. Hopp. So, man kann auch hier im Wasser frei hochschwimmen. Aber man muss aufpassen, dass man noch genug Luft hat. Ja, da gibt es aber nichts weiter. Okay. Huch. Da war ein bisschen zu tief jetzt. So. Ja, so. Okay, da geht's alles wieder runter, ja. Ach, das ist der Wasserfall. Okay. Aua. Muss man aufpassen, dass man nicht hier durchfällt durch die Löcher. Okay. So, jetzt haben wir also die hat das Geheimnis entlüftet. Eine große Kiste ist hier. Also eine kleine Kiste. Dann gucken wir auch mal gleich mal rein. Und was haben wir gefunden? Jawohl, Eisenstiefel haben wir gefunden und eine Schallplatte. Du hast 2 von 12 Schallplatten gefunden. Super. Okay. Das ist C418 Cat. Und das ist 13 von C418. C418 ist übrigens der, die Musik von Minecraft gemacht hat. Okay, dann, Moment. Den brauche ich für den Bogen benötigt man Pfeile, um den zu benutzen. Na, so. Okay, und die zoomen wir jetzt auch mal erstmal da oben rein. Okay. Man kann in Minecraft übrigens alle Teile, also alle Schallplatten finden. So, mit der Axt geht es ein bisschen schneller mit dem Abbauen der Truhe. So, da haben wir also ein kleines Geheimnis hier gelüftet. Hopp, hopp, hopp. So. Wir gucken mal draußen. So. Okay. Aber schön gemacht. Muss man so lassen. Aha, es ist wieder dunkel. Wir machen mal den Geheimgang dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel hier als normal Stein verwendet hätte, also wie hier oben, so schön Stein, dann hätte man das niemals ja so groß mitgekriegt, dass hier irgendwas ist, sondern hätte nur den Schalter gesehen. Ach ja, so. Machen wir hier die Tür wieder zu. Ja, so. Dann gucken wir mal. Gehen wir ja nochmal pennen. Damit ja ungestört weiter einfach weitermachen können. So, gute Nacht. So, da sind wir wieder. Okay. So, Tür wieder zu. Weiter geht's. So, wir sind ja vor. Wir hätten auch hier. Ach ne, gut. Gut, wir waren ja jetzt ja in dem Gebäude waren wir. Den haben wir alles erkundet. Und jetzt gucken wir mal gleich, wenn das abgespeichert hat. Machen wir uns ein Inventar auf. Und wir können jetzt ja die Eisenstiefel nämlich nehmen und können jetzt ausrüsten. Das heißt, wir haben jetzt ja Stiefel ausgerüstet. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. Und so kann man auch ja zum Beispiel Eisenstiefel, Hose, Hemd und ein Helm nehmen. Hupa, das wollte ich jetzt nicht. Und kann man damit, ja, kann man sich besser schützen und man verliert so weniger Leben eben halt. So. Mit den Feen kann man zum Beispiel, wenn man mehrere Feen hat, kann man zum Beispiel so einen Bogen herstellen. Aber einen einfachen Bogen, der ist ja schon verzauberter Bogen. Also das sind Stöcke. Okay. Oder man kann Wolle herstellen damit. So, gucken wir hier oben mal. Huch. Ja. Da waren wir mal gewesen. Hier haben wir noch eine schöne Aussicht.
Da hinten, das was orange leuchtet, das ist Lava. Da gibt es noch mal eine Höhle. Oder auch eine Schlucht, kann es auch sein. So, gerade jetzt bei der Aufnahme, ich weiß es nicht, da wollte ich gar nicht rein. Crafting-Oberfläche kennen wir schon aus, brauchen wir jetzt nicht. Hallo, ich will das ja schließen, so. Ich wollte eigentlich die Tür aufmachen. So, eine große Burg braucht natürlich auch ein Schlafzimmer, wie man hier sehen kann. Das sind übrigens Ziegelsteine hier. Damit kann man, da braucht man ein Leben dafür. Und damit kann man auch bauen dazu, wie hier zum Beispiel. Oder was auch gerne gemacht wird, aus dem einen Kamin. Okay, hier ist ein großer Schlafplatz. Ein bisschen anders da gebaut. Und dann haben wir noch, eigentlich war es das im Prinzip schon noch fast. Jetzt haben wir hier noch ein, weiß gar nicht, was das ist, eine Kirche, glaube ich. Ja, Gemeinschaftszimmer würde ich mal eher sagen hier. So ein Gemeinschaftsraum. Druckplatten sind werden hier verwendet, um elektrische Impulse zu erzeugen. Damit ein Spieler ein Tier oder was da drauf kriegt, gibt es einen elektrischen Impuls. Das ist das theoretische Klicken eigentlich. Normalerweise klicken die. Aber irgendwie, gut. Und hier kann man es auch als Tischdekoration verwenden. Da ist kein. Das ist übrigens hier eine Treppe. In Minecraft gibt es keine Dekorationen für das Zimmer. Für Zimmer oder sowas. Deswegen sind das hier, wurden hier zweckentfremdet. Sachen zweckentfremdet. So, hier haben wir einen schönen Kamin. Eisengitter-Absperrung verwendet ähnlich wie Zäune. Man muss aufpassen, wenn man hier auf offenes Feuer verwendet. Das greift auch gerne auf brennbares Material zu, wie zum Beispiel Holz oder Wolle. Das ist brennbar. Und deswegen wurden hier Steine verwendet hier. Zwischen und ein Eisengitter, damit das ja eben nicht brennen kann. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie die das Feuer gemacht haben. Ich denke mal, das wird wohl ein Netherrack sein, den man zum Beispiel in Nether kriegt. Da werden wir übrigens nicht hinkommen. Denke ich, glaube ich mal, in dieser Tutorial. Hier sieht man noch ein paar Köpfe, die man noch bekommen kann. Wie zum Beispiel hier ein Creeper. Das ist der Stief, den wir gerade hier spielen. Dann gibt es hier noch ein Zombie, ein Skelett. Und das ist hier das böse Skelett, das Wither-Skelett. Das ist neu dazugekommen. Da kann man auch ein paar Sachen herstellen. So, das ist, aber so einfach kann man das Wither-Skelett nicht besiegen. Dazu müsste man die Sachen verzaubern. So, hier haben wir noch eine kleine Wachstube oder eine kleine Stube mit Braustand oder sowas. So, Tür zu. Hier nochmal mit Tisch und Stühlen dazu. Ein Bett. Redstone-Lampen, sie leuchten, wenn sie unter Strom stehen. Das heißt, irgendwo gibt es ja auch Strom noch dazu. Bestimmt ja irgendwie drunter, unter den Bücherregalen. So, dann gehen wir hier mal raus. Sind wir hier. Haben wir alles angeguckt. Dann gibt es hier drüben das große Gebäude noch. So. Ja, hier gibt es noch kleine, irgendwie so kleine Wachstuben oder was das ist. Hier gibt es auch keine Eingang dazu. Wollen wir hier reingucken? Nee. Nee, so man konnte auch kaum den Boden sehen. So ein paar kleine Türme.
Wachtürmer. Okay, da wollte ich mich nicht mehr, aber nicht ja, reinpudeln. Sozusagen. Man kann gar kaum reingucken. Okay. Dann mache ich hier ein kleines Häuschen noch. Ah ja. Ja, klein, aber fein. Klein, mein, aber fein, nicht? Mehr größere Abstellkammer. Okay. So, dann haben wir hier noch. Ja. Keine Ahnung, was. Hier haben wir, ach ja, noch einen Schlafplatz. Dann haben wir hier hinten noch einen Schlafplatz. Aber man kann sehr viel hier sitzen. Ja, das ist endlich ein Sitzbänke. Okay. Tja, und da wären wir eigentlich auch schon durch mit unserer Besichtigung. Ja, mal hier noch. Ach, da sind wir ja rausgekommen. Okay. Ja, hier oben sehen wir nochmal aus Wolle. Ja, aus Minecraft gebaut. Minecraft-Schild. Ja, dann wären wir eigentlich mit dem Rundgang hier durch. Haben wir uns alles angeguckt. Ja, hier geht es nicht runter. Hier gehen wir wieder runter. Das Highlight ist eben das Versteck hier. Wenn sich das bisschen mal anguckt. Hopp, hopp. Ja, schade, dass man das Schiff dort nicht weiter besser sehen kann. Okay. Dann werden wir sagen, da werden wir uns mal hinbuddeln. Zu dem Schiff. Jo, dann gehen wir hier wieder raus. Okay. So. Hopp. Hopps. So. Jawohl. Ja, man könnte ja irgendwie, haben sie irgendwie ein Tor vergessen, dass man wieder hier raus kann. Gut. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Hatte ich ja auch schon versprochen gehabt. Ich gehe erstmal, bevor wir weitermachen, gehe ich erstmal hier runter in unsere Bude. Die wir so schön ja gebaut haben. Denn, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, schnappe ich mir nämlich die Bandruhen. So, bestell nämlich eine Truhe. Soll das jetzt hier ein Witz sein? So, immer. So, okay. Stell mal eine Truhe hier hin. Damit öffne die Truhe und tu nämlich hier jetzt alle Sachen, die wir jetzt hier für unser weiteres Vorgehen nicht benötigen. Nehme ich da rein. So, die Karte brauchen wir auch nicht. So, den Sand da rein. Dann den Faden da rein. Die Blumen da rein. So, die Pflastersteine, den da brauchen wir. Ja, die Dings hacken und sowas brauchen wir auch nicht. Die eine Truhe tun wir auch erstmal da rein. Da fällt mir ein, wir hätten eigentlich die Truhen mal durchgucken können, die wir unterwegs noch gefunden hätten. Ich denke mal, das wäre doch bestimmt auch interessant gewesen. So, wir tun jetzt noch die Knochen tun wir noch rein, die Schaufel tun wir noch rein. Das verrottete Fleisch von den Zombies tun wir auch mal rein. So, die Glasflaschen, das waren ja alles von Dings. So, dann brauche ich die Fackel ja noch. Okay. So. Na komm. Der Abbe. Den anderen warst du mal jetzt mal da rein. So. Okay, jetzt stellen wir mal. Huch. So. Und jetzt essen wir mal schnell was. Essen, ja.
Wenn man essen will, dann bitte nicht auf kein Gerät zeigen oder sonst was, sondern ja, höchstens auf einen neutralen Block, damit man es essen kann. So. Wir